Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit haben zum heutigen Webinar zum Thema das indische Normungssystem und Indiens Zugang zum Markt teilzunehmen. Das Webinar dauert etwa 45 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen wir von Ihnen bekommen. Die Präsentation besteht aus ca. 40 Folien. Zu diesem Thema darf ich Prashant Kumar Sandhi begrüßen. Hallo Prashant, schön, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du kurz selbst etwas zu deiner Person sagen. Danke, Franzi. Schönen guten Tag an alle. Ich bin Prashant Kumar Sandhi und ich bin tätig in DKI International Zusammenarbeit seit 2013 und ich bin zuständig hier für Indien. Also ich habe in der Vergangenheit auch in einer deutschen Firma gearbeitet. Das war elektrische Sicherheit eben Thema und die Firma heißt Bender GmbH in Grünberg. Ich bin elektrotechnischer Ingenieur und heute mein Vortrag ist über das indische Normungssystem und Indiens Zugang zum Markt. Okay, vielen Dank, Prashant. Kurz noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Franziska Roos und werde Sie heute als Moderatorin durch das Webinar führen. Ich selbst arbeite seit 2011 beim VDE, war bis Mitte letzten Jahres als studentische Aushilfe in der Fachtechnik tätig und bin anschließend für das Programm Normung 2020 und den Bereich internationale Zusammenarbeit fest angestellt worden. Das war es nun zunächst von mir. Ich übergebe damit jetzt an Prashant und freue mich auf ein spannendes Webinar. Dankeschön, Franzi, nochmal. Heute ich würde über folgende Themen sprechen. Früher beginne ich, ich würde was von meiner Seite auch als Info geben. Alle Folien sind in Englisch, aber ich werde für Sie die Webinar auf Deutsch halten. Die folgenden Themen sind Einführung zu Indien und BIS, das ist die indische Normungsbehörde, indische Regulierungs- und Normungslandschaft, aktuelle Entwicklung in Indien, deutsche-indische AK-Qualität-Infrastruktur-Kooperation zwischen Deutschland und Indien und indische Marktzugang. Also Einführung zum Indien. Also in Indien, wir haben mehr als 1,2 Milliarden Einwohner. Und Indien ist das einzige Land, das ist das schnellste erwachsene Land. Das ist mit mehr als 2,5 BIP, Brutto pro Land. Und die indische Regierung will Indien als Produktionszentrum mit einer Aussage Zero Effect und Zero Defect weiterzubringen. Das heißt, das ist eine Idee von der Ziel von der indischen Regierung ist, dass eine Alternative zum China an Indien als ein Produktionsland zu machen. Die wichtigen Manifestos von der indischen Regierung sind Make in India, Digital India, zum Beispiel wie 175 Gigawatt Solarenergie bis 2022 und Kompetenzentwicklung und so weiter. In Indien, wir haben über 300 Millionen Menschen ohne Strom. Indien hat viele Projekte, die sind sehr aktiv, zum Beispiel LVDC, Niederspannung, Gleichspannung, Smart Grids, Smart City, PV und so weiter. In Indien gerade passiert viele strukturelle und politische Reformen in den Ministerien, Unterstützung zu diesem Programm Make in India und Digital India. Industrie-Korridor-Entwicklung ist eine sehr große Entwicklung in Indien. Zum Beispiel Delhi-Mumbai Industrie-Korridor ist ein Beispiel. Das ist eine über 1000 Kilometer ein Industrie-Korridor, wo die Regierung arbeitet viel mit viel Entwicklung und vielen Projekten. Es gibt über 5 solche Industrie-Korridor-Entwicklungen in Indien momentan. Über 100 Milliarden US-Dollar Investitionen in Projekten für erneuerbare Energie in kommenden 5 Jahren. Das heißt,
Das ist eine sehr große Möglichkeit in Indien, für die erneuerbare Energiehersteller in Indien zu investieren. Und dann Einführung über BIS, die Normungsbehörde. BIS ist die nationale Normungsorganisation. BIS ist vor Ort unter dem Ministerium für Verbraucherschutz. Die wichtigsten Aktivitäten des BIS sind Normung erstellen, Konformitätsbewertung, zum Beispiel ISI Mark. ISI Mark heißt Indian Standards Institute Mark. Zertifizierung vom Managementsystem und Labordienstleistungen. Die Gründungsmitglied der ISO und seit 1911 Mitglied beim IEC. BIS Normungsbehörde nach Bedarf die Bedienung von der Anforderung des indischen Markts. Das heißt, die BIS-Behörde übernimmt die internationalen Normen, aber in weiteren Folien sehen wir, wie viele Normen übernimmt die indische Normungsbehörde und wie viele Normen sind die nationalen Normen und so weiter. BIS hält die Optionen offen für Übernehmen von allen internationalen Normungsorganisationen wie ANSI, IEEE, SIGRE und so weiter. Indischer Marktzugang schützt den lokalen Markt und dann Unterstützung der indischen Regierungsprogramm und anderen Stakeholders, zum Beispiel die Programme als wie Make in India und Digital India und so weiter. Jetzt schauen wir ein bisschen auch über indische Kultur, weil das ist sehr wichtig, ich glaube, für die deutschen Unternehmer. Indien hat sehr vielfältige Kultur. Also wir haben sowieso über 1,2 Milliarden Einwohner und dann wir haben 29 Bundesländer, 22 offizielle Sprache plus Englisch. Es ist ein Land der Götter, Göttinnen. Das heißt, also in 1905 oder ungefähr zwischen 1901 und 1910, das war eine englische Politiker und Forscher. Er hat ein Buch geschrieben und er hat gesagt, dass es in Indien gibt mehr Götter und Götten als die Einwohner in Indien. Damals waren 250 Millionen Leute in Indien, aber die Götter und Götter sind viel als die Menschen. Indien ist auch die Heimat für viele Religionen und Glaubensrichtungen, zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Sikhismus, Islam und christliche Glauben, Parsi und so weiter. Also, wir haben auch Unternehmenskultur, ganz anderes als Deutschland. Zum Beispiel, Geschäftsessen sind sehr häufig in Indien. Vertrauen und Freundschaft und dann geht Geschäft. Das heißt, ohne Vertrauen und ohne Freundschaft in Indien ist es schwierig, ein Geschäft zu machen oder einen Partner mit guter Kooperation zu machen. Planen Sie mehrere Besuche ein für eine erfolgreiche Kooperation mit indischen Partnern, weil in Indien eine erfolgreiche Kooperation oder ein erfolgreiches Geschäft heißt, muss man viel besuchen und viel Treffen haben. Dann geht die Geschäft mit indischen Partnern. Das heißt, wir haben auch eine polychronische Kultur. Das heißt, Treffer haben flexible Termin. Das heißt, es gibt keine pünktliche Beginn von diesem Treffer oder Ende von diesem Termin. Und es gibt noch andere viele kulturelle Sachen. Das muss man aufpassen und erkennen. Und dann das zweite Thema, indische Regulierungs- und Normungslandschaft.
BIS ist organisiert mit 14 verschiedenen Fachbereichen. Zum Beispiel hier in DKI, wir haben 9 Bereichen, ja, aber in BIS, wir haben 14 Bereichen. BIS ist zuständig nicht nur für den elektrotechnischen Bereich, aber sondern auch außerhalb vom elektrotechnischen Bereich. Das heißt, DIN plus DKE plus ein Proof-Institut oder Proof- und Zertifizierungs-Institut heißt BIS in Indien. So, BIS hat über 19.000 Normen in verschiedenen technischen Bereichen und Kategorien. Und auf diesen Normen außerhalb gibt es auch Produktspezifikationen, Codes of Best Practices, Richtlinien, Terminologien und so weiter abgedeckt. BIS ist also auf dem WTO-TBT. BIS ist eine Auskunftsstelle. Das Handelsministerium ist die Ausführungsbehörde. Also dieses Bild zeigt, dass wie viele Normen im elektrotechnischen Bereich sind in internationalen Ebene und wie viele sind kann eine rein national sein. Zum Beispiel mit der harmonisierten Norm ist fast 52%. Ja. Das heißt, im elektrotechnischen Bereich wir haben 52% und Elektronik ist fast über 70%. Ja, das heißt, in Indien elektrotechnischen Bereich ist auf dem Weg Richtung IEC. Das ist, was ich sehe von diesen ganzen Bildern. Es gibt auch einen Unterschied in indischen Normen. Zum Beispiel hier in Deutschland, eine europäische Norm heißt, die Norm fängt an mit DIN IN 5, Nummer 5 und XXX. Und dann haben wir auch mit IEC Nummer, wir haben IEC 6 XXX, fängt an mit Nummer 6. Und dann rein national Nummer fängt an mit 0, 100 und sowas weiter. Aber in Indien gibt nicht sowas. In Indien erkennt man diese Norm, welche Norm ist vom IEC. Mit diesem Schrägstrich und Geradstrich. Ja, Geradstrich heißt genau wie ein IEC-Norm und Slash, also Front Slash heißt die harmonisierte IEC-Norm zum Beispiel. Ja, also Änderungen gibt. Aber Änderung ist nicht so viel. Die Änderung ist so, zwischen 10 bis 1%. Ja, also die indische Haushaltsgeräte hat eigene Anforderungen. Zum Beispiel, die Küche in Indien sind nass, meistens. Das heißt, die Wörter von diesem Strom, was in unserer internationalen Norm steht, zum Beispiel die Spannung, wird vielleicht 100 Mikroamp oder Milliamp sein, aber in Indien wird diese Wort noch mehr sein, weil die Küche sind nass. Ja, das ist ein guter Beispiel. Das ist auch eine viele Gespräche in indischen Behörde, warum die sagen, dass die kann man nicht alle internationalen Normen nicht übernehmen, weil die Situation in Indien ist ganz anders. Noch ein zweites Beispiel kann man auch über die Kabel reden, vom Haushaltsgeräten. In Deutschland gibt es eine festgelegte Norm für die Kabel hier, zum Beispiel von 1 Meter vielleicht, 1 bis 1,5 Meter. Aber in Indien kann man nicht diese Kabel lang festlegen. Ja, weil die ist was anderes georganisiert und die Mensch wollen nicht die Kabel kurz sein, aber sondern lang sein. 3 Meter auch oder 4 Meter auch manchmal, je nachdem. Noch gibt es was in Fragen? Genau, hier sehen wir die gesamte Norm. Ja. Die rein nationalen Normen sind fast 50% in Indien. Und die harmonisierte Norm oder die direkt vom EEC-Norm übernimmt ist auch fast 50%. Und in Indien gibt es keine regionalen Normen, zum Beispiel wie hier Senelec. Ja. Hier sind die Priorität-Sektoren in indischen Normensystem.
Zum Beispiel, wenn wir nehmen Automotive-Bereich. Ja, auf dem Automotive-Bereich gibt es verschiedene Unterbehörden und zum Beispiel ARAI. Automotive Research Association of India ist die Unterbehörde, das ist zuständig für die regulatorischen Sachen in Indien für Automobilindustrie. In Smart Cities eben gibt die zuständige Ministerium ist Ministry of Urban Development und die zuständige regulatorische Unterbehörde ist National Institute of Urban Affairs. Ja, die sind sehr aktiv auch in auf dem Fachbereich, zum Beispiel CED, Civil Engineering Department. Und dann auf dem ICT und elektronische Bereich, die regulatorische Unterbehörde ist Department of Electronics and IT. Ja, so die sind auch aktiv auf dem verschiedenen Fachbereichen in Indien. Auf Electrical Equipment, elektrotechnische eben, die regulatorische zuständige Behörde ist CEA, Central Electricity Authority. Das sagt man auch in Englisch Watchdog of India for Electrotechnical Department in Indien. Und die sind sehr aktiv auf dem ETD Department in Normungsbehörde, also Electrotechnical Department. Und die koordinieren auch zusammen, zum Beispiel Smart Grids and Thema, wo die LITD und ETD auf dem BIS Normungsbehörde, die koordinieren zusammen auf diesem Thema. BIS Behörde kommt unter dem Ministerium für Verbraucherschutz. Ja? Ja, also es gibt auch Bearbeitung eine Abteilung für diese ganze Sicherheit, aber die Sicherheit als über IT-Sicherheit gibt eine verschiedene, der kommt unter LITD-10 zum Beispiel. Wenn du sagst, die Sicherheit von den Haushaltgeräten, der kommt unter der ETD, Electrotechnical Department. So. Was ich meine von dieser Folie ist, dass es gibt verschiedene Unterbehörden von diesem Ministerium, die sind zuständig für diese regulatorischen Sachen. Jetzt haben wir hier ein paar Themen, die sind einfach zu zeigen, welche Themen sind mehr Richtung IEC und welche Themen sind mehr Richtung nationalen Norm und welche Themen sind wirklich sehr wichtig auf Politikebene. Zum Beispiel elektrische Installation. Elektrische Installation ist mehr Richtung die nationalen Norm. Ja. Zum Beispiel die vergleichbar hier mit VD 0100 Thema hier. Und die meisten elektrische Installation in Indien ist vom BSI. Also das Indien ist eine britische Kolonie gewesen in Vergangenheit. Deswegen die ganze elektrische Installation in Indien sind mit BSI in Norm. Vergleichbar meistens. Und auf dem erneuerbare Energie, Biofuels, ja, ist auch ein neues Thema jetzt in Indien, ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch auf dem ein zukünftiges Thema in Indien. Und dann gibt ein Produkt zur Sicherheit, elektrische Sicherheit und dann Haushaltgeräten. Die sind die Themen, die sind als Mitte gestellt, weil die sind nicht so hoch auf dem Politik, aber die auf dem Normung eben, die sind meistens Richtung nationale Richtung aufgelinkt. Und dann gibt ja. Hier noch eine Frage, werden auch noch Zulassungsnormen für Medizinprodukte in Indien behandelt? Ja, also in Indien gibt es auch Normen für den Medizinbereich. Es gibt einen separaten Fachbereich in der Normungsbehörde und die sind zuständig für die Entwicklung für die Normungs im Medizinbereich. Also die Themen wie Smart Grids, PV, E-Mobility, Windenergie, Niederspannung, Gleichstrom
und Konformitätsbewertung, zum Beispiel Smart Cities, Energie, solche Themen sind sehr hoch. Und die Themen auch sind mehr Richtung IEC. Aber es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, welche Themen wird wirklich mehr Richtung IEC, weil in Indien ist gerade auf dem viele Änderungen und auch viel Gespräch, ob das Markt sind in Indien, dass die Richtung IEC übernehmen oder bearbeiten muss oder nicht. Aber jedenfalls, wenn wir sehen dieses Thema Make in India, ich glaube, ohne internationalen Namen übernehmen oder ohne auf dem internationalen aktiv zu teilnehmen, kann man nicht diese Make in India schaffen. Das ist auch wichtig und die indische Regierung merkt das. Jetzt die aktuelle Entwicklung in Indien. Ja, gibt es noch Fragen, Franzi? Okay. Also, wir haben jetzt ein neues Gesetz vom BIS bekommen. Dieses Gesetz hat dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, zugestimmt im Parlament in Indien. Und dazu, was ich wollte so ein bisschen Information geben an alle. Das ist das erste Mal in Indien, dass BIS als nationale Normungsbehörde positioniert. Also das heißt, früher in BIS-Gesetz war nicht irgendwo geschrieben, dass BIS ist einzige nationale Behörde für die Normung. Aber jetzt erstmal in Indien in diese BIS-Gesetz ist geschrieben, dass BIS ist eine nationale Normungsbehörde und die Indien offiziell international vertreten kann. Außer Normen zu Produkten und Verfahren wird neu die Normung von Dienstleistungen und Systemen eingeführt. Das Gesetz lässt mehrere Konformitätsbewertungsverfahren zu, die im Einklang mit globalen Praktiken zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit stehen. Es ermöglicht die Regierung BIS oder eine andere Behörde, die Befugnis zu erteilen zur Zertifizierung und die Prüfung von Konformität mit den eingelegten Normen vorzunehmen. Das heißt, dass die verschiedenen Schema, also auf dem Konformitätsbewertung, wird noch breiter sein in Zukunft. Aber das sehen wir auch in weiteren Folien. Kann man noch genau sagen, was kann man passieren auf dem Konformitätsbewertung. Es ermächtigt die Regierung, Produkte unter obligatorischer Zertifizierung aus Gründen der Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, nationale Sicherheit und zur Verhinderung betrügliche Praktiken zu bringen. So, das ist auch ein einziges Ziel von diesem BIS-Gesetz. Jetzt indische Handelsministerium hat mit einer 137 Produkten identifiziert und das heißt, diese 137 Produkten wird unter diese regulatorische Richtlinie fallen. Auf diesen 137 Produkten gibt auch über 30 Produkte elektrotechnischer Bereich. Ja. Noch eine Frage. Müssen alle Produkte in Indien zertifiziert werden? Nein. Nein. Also ich komme nochmal zu diesem Thema. Also am Ende gibt es ein Thema, Folio, wo kann ich diese ganze Verfahren, wie kann man in Indien die indische Markt ihre Produkte reinbringen kann. Ich zeige es dir. Ich zeige alle. Zum Beispiel die prozedurelle Sachen durch dieses neue Gesetz ist mehr einfach gemacht worden.
ja, das mehr effizienter und mehr schneller machen kann. Und die Unterstützung von diesem Programm Make in India ist auch als strategiemäßig nachgeschaut in Indien jetzt. Jetzt in der Normungsbehörde, die versuchen, dass die Industrie mehr zu unterstützen, zum Beispiel in verschiedenen Technical Committees. Es gibt eine Prozentual, wie viel Industrie teilnehmen kann vor dieser Normungsentwicklung, zum Beispiel 30% und sowas. Aber diese Regel und ein paar wichtige Punkte oder Themen wird geändert in Indien bald. Ja. Okay. Und dann wir haben hier ein paar Produkte. Zum Beispiel in Indien die Produkte, dass die in regulatorische Themen kommen, die sind sehr, sehr weniger. Wenn wir vergleichen mit EU oder mit anderen Ländern wie China oder Australien oder USA. Zum Beispiel hier von elektrotechnischen Themen sind nur 21 Themen, die sind mandatory, also das heißt unter die Regulation sind. Und wenn wir vergleichen mit EU, das ist fast gar nichts. Ja. Prashant, die Frage kommt jetzt häufiger. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, wo man diese Produktliste bekommt, wo man sieht, welche Produkte zertifiziert werden müssen? Den Link? Ja. Ich zeige Ihnen den Link. Die ganze Link steht auf dem BIS-Website. Zum Beispiel, die ganze blaue hier, die Text in blau, das ist eine Hyperlink. Das heißt, wenn man drückt über diesen Link, dann kann man alles direkt auf dieser Website sehen. Ja? Also ich glaube, jeder kriegt diese Folien später am Ende, oder? Genau. Also zum Beispiel mit China, es gibt 23 Produkte im Bereich, wo die muss in regulatorische und mandatorische Schema verfahren muss. Und unter Bereichen gibt auch über 200 Produkte in China. Zum Beispiel in Australien gibt über 60 Produkte. Und dann auch in Europa fast jede Produkte irgendwie durch unsere europäische Direktiven und muss man durch diese Regulation verfahren. Aber in Indien ist ganz, ganz weniger. Aber in Zukunft, es wird viel mehr sein. Also die Ministerium, die Handelsministerium und die Ministerium vom Verbraucherschutz ist im Gespräch und die machen viele Produkte auf diese mandatorische oder in, die kommen in regulatorische eben in Zukunft. Ja? Prashant, hier eine Frage. Wie werden denn die Arbeitskreise des BIS besetzt? Ist das wie in Deutschland? Oder wenn Hersteller mit dabei sein wollen, gibt es da bestimmte Beschränkungen? Ja, gibt es so. Zum Beispiel, wenn eine deutsche Hersteller in indische Technical Committee teilnehmen muss, dann Nummer eins, die Teilnehmer muss Inder sein, die indische Staatsangehörig sein. Nummer zwei, die deutsche Hersteller muss man auch die Produkte in Indien herstellen. Das heißt, ohne Herstellung in Indien darf man nicht in dieser Technical Committee teilnehmen. Ja, zum Beispiel, ich kenne ein paar, zum Beispiel Bosch, Siemens, die sind schon in ein paar Technical Committees Mitglied in indische Normungsbehörde. Ja? Noch eine Frage, die jetzt auch schon zweimal kam. Worunter fallen Maschinen? Wo werden Maschinen gelistet in dieser Produktliste? Produktkategorie ist das Electrical? Oder? Das ist nur, also ich habe hier nur die elektrotechnische und Medizinbereich aufgelistet. Mhm. Aber gibt auch vor die Maschinen. Ja. Zum Beispiel, die sind die 15 neue elektrotechnische Bereichsprodukte, die sind auf dem technische regulatorische eben gerade in Indien reingebracht. Ja.
Also kommt auch noch 15, das heißt insgesamt in auf dem elektrotechnischen Bereich wird 30 Produkten. Ja. Das heißt, muss man mandatorische Zertifikat oder mandatorische Registration, also mandatory certification oder mandatory registration scheme verfahren, diese Produkten. So, aktuelle Entwicklung auf dem elektrotechnischen Bereich. Es gibt ein Dokument vom dem Ministerium auf diese Large Scale Integration of Renewable Energy. Das ist ein sehr interessantes Dokument. Ich schlage vor die alle Teilnehmer, dass die auf diesem blauen Link einfach drücken und kann man alles, die ganze Report hier lesen. Da steht auch viel über neue erneuerbare Energie, Ziele und was ist die Strategie hinter von diesem ganzen Ziel, steht alles auf diesem Papier. Und es gibt auch eine Richtlinie-Entwurf vom Ministerium von Erneuerbare Energie. Da kann man auch viele Informationen sehen. Was ist wichtig hier auch ist, dass es gibt ein Draft-Strategie-Papier auf Make in India auf elektronische Produkten. Also der Niti Yoga, das Niti Yoga ist eine Behörde oder eine Kontaktorganisation für die gesamte Make in India Thema. Also die haben ein neues Strategiepapier rausgebracht in Indien und das ist mehr Richtung die was welche wichtige Themen oder welche wichtige Punkte muss die indische Seite aufpassen muss, zum nicht nur für die Lokalmarkt, aber sondern auch für diese Export Bereich, dass die Indien kann Export machen können. Und es gibt auch ein Ziel von indischer Regierung, über 100 Smart Cities aufzubauen. Und da gibt auch eine Richtlinie Papier rausgekommen. Und wir haben auf dem IEC eben, also das ist ein gutes Beispiel, wo Indien ist sehr aktiv in IEC, das heißt Low Voltage Direct Current, Niederspannung und Gleichstrom, wo die Indien, Vimal Mahindra ist ein Convener auf dem LIEC, LVDC SCG4 System Evaluation Group und Indien ist sehr aktiv und die sind in Bearbeitung zusammen mit Deutschen und anderen Stakeholders auf dem IEC. Ja. Hier noch eine Frage, Prashant, ganz kurz. Werden für die in Indien regulierten Produkte auch Zertifizierungen aus anderen Ländern anerkannt, also zum Beispiel nach europäischen oder amerikanischen Normen? Noch nicht. Noch nicht. Das heißt, wie sagt man das, die MRA, Mutual Recognition Agreement. In Indien momentan, wir haben keine anerkannt für dieses Proof Report oder Zertifizierung. Die indische Regierung ist auch in Überlegung, eigentlich in indische Normungsbehörde, die sind in auf dem Phase, einfach den ganzen Prozess zu verstehen, wie kann man das machen, was ist wichtig und unsere GIZ hat auch in Gespräch mit der indischen Behörde, Normungsbehörde, einen Workshop zu machen, dass die ganze Information zum verteilen kann oder zusammen austauschen kann. Es gibt auch auf dem Smart Grid eben gibt 14 Pilotprojekten. Seit über 3 Jahren Indien hat diese 14 Pilotprojekten schon fertig gemacht und momentan die Unterbehörde, das heißt die Unterbehörde vom Ministry of Power ist PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited. Die warten auf die Ergebnisse von diesen ganzen 14 Pilotprojekten. Was ist interessant von diesen Pilotprojekten ist, die indische Seite hat viele internationale Normen genutzt, zum Beispiel IEEE-Norm, SIGRE-Norm, IEC-Norm und indische Norm. Die alle viele internationale Normen, die haben auf diese 14 Pilotprojekten genutzt und
es wurde sehr entspannt, einfach zu wissen, was kommt raus von diesen ganzen Pilotprojekten als Ergebnis. Es gibt auch Automotive Mission Plan in Indien. Es gibt ein Ziel auf dem Elektromobilität von indischer Regierung bis zum 2020 6 bis 7 Millionen elektrische Autos auf den Straßen zu bringen. Jetzt würde ich über die Thema unserer Kooperation indische deutsche AK-Qualität-Infrastruktur sprechen. Also Qualität-Infrastruktur heißt, muss man 3 Grundlageanforderungen erfüllen. Das heißt Normung, Konformitätsbewertung und Produktsicherheit. Wir haben über fast 19 Projekte zwischen Indien und Deutschland auf dem diese Kooperation. Auf diesen 19 Projekten, fast 10 Projekte sind elektrotechnisch Bereich. Also wir sehen hier fast, die sind Smart Grids, Smart Cities, LVDCs, Produktsicherheit, Konformitätsbewertung, Liaison Officer. Also Liaison Officer heißt, dass man auch die Officer austauschen zwischen verschiedenen elektrotechnischen Bereichen. Zum Beispiel jemand vom DKE nach Normungsbehörde in Indien gehen oder die Normungsbehörde Officer vom elektrotechnischer Bereich nach unserer DKE kommen und dann die Informationen austauschen kann und einfach viele Sachen zusammen lernen kann. Und dann gibt es auch Standards Cooperation on Medical Locations. Ja. Und dann energieeffizient Thema gibt auch PV, PTB Markt und PV Projekt in Indien. Und dann Digital Technologies und IT-Sicherheit. Also auf linker Seite sehen Sie, dass unsere deutsche Stakeholders und an der rechten Seite sehen Sie, dass die indische Stakeholders. Das Kooperation ist auf dem Ebene mit der BMW, Ministerium von Wirtschaftsministerium für Energie. Und von der indischen Seite, das Ministerium ist das Ministerium vom Verbraucherschutz. Eine kurze Verständnisfrage, Prashant. Wofür steht Standards Cooperation in Medical Locations? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das 7. Thema. In Mitte steht Standards Cooperation in Medical Locations. Ja? Und was ist wichtig hier auf diesem Bild ist, die ersten 5 Projekte sind priorisierte Projekte. Die sind sehr priorisiert gewesen auf indischer Seite, dass die Projekte muss man schnell bearbeiten muss. Und die sind smart, alle Smarties und LVDC und Konformitätsbewertung mit Produktsicherheit. Gibt es noch Fragen? Ja, ja, es werden mehr Fragen gestellt zu, was sich wirklich hinter diesen einzelnen Punkten verbirgt. Also was steckt dahinter? Auch hinter German Testing and Certification Institutes. Was genau ist da alles dahinter? Ja, also die alle Punkte mit verschiedenen Farben. Ich wollte so nicht verschiedene Linien einfach machen. Also die Punkte zeigt, welche Stakeholders sind richtige Ansprechpartner für welche Projekte. Zum Beispiel, wenn du nimmst gelbe, ja, Konformitätsbewertung, das ist eine gelbe Farbe mit Punkt. Das heißt, wo die gelbe steht auf dem unsere deutsche Stakeholders und auch die indische Stakeholders, die sind die wichtige Ansprechpartner auf diesem Projekt. Und die Frage war die German Testing and Certification. Also German Testing and Certification Institute heißt, die alle deutsche Prüfstellen und Zertifizierungsinstitut, zum Beispiel VDE Proof Institute, TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV Süd und so weiter. Die sind die Stakeholders auf diese German Testing. Das ist was ich meine von diese German Testing and Certification Institute. Ja, gut. Gibt noch was?
Genau, also zum Beispiel die Prioritätsprojekten, ich habe schon gesagt, dass es Smart Grids gibt hier. Und hier kann man sehen, auf der linken Seite die Stakeholders von deutscher Seite und die rechte Seite ist die indische Stakeholders. Ja, zum Beispiel die Normungsbehörde von indischer Seite, die Ministry of Power, ja, und CPRI, Central Power Research Institute, ist auch eine wichtige Stakeholder von indischer Seite und Neuerbare Energieministerium und so weiter. Ja, auf der linken Seite ist die Industrie von deutscher Industrie. Ja, kann jede deutsche Industrie kann hier teilnehmen auf dieses Thema. Und einmal im Jahr stattfindet vor einem Gespräch für die ganze gesamte Kooperation. Ja, zum Beispiel die nächste Treffe auf diese indische deutsche AK-Qualität-Infrastruktur ist geplant im Dezember. Ja, wenn jemand von der deutschen Industrie ist interessiert, ich vorschlage, dass Sie können jederzeit bei mir melden und ich versuche, dass die ganze Information noch weiterbekommen. Also Smart Cities ist auch ein Beispiel, wo die verschiedenen Stakeholders auf beide Seiten sehen können. Also und dann LVDC ist auch ein Thema als Priorität Projekt. Zum Beispiel wir versuchen, dass jede Projekt mit einer Use Case Approach machen kann, weil die Use Case ist ein guter Weg, kann man mit jedem Projekt mit einem Problem starten und dann dieses Problem eine Lösung zu finden, ein Use Case wird eine gute ist eine gute Idee, wo kann man anfangen kann. Zum Beispiel in DKI, wir haben eine Use Case Repository Management System hier in DKI und kann man jede einzelne Projekte mit verschiedenen Lösungen herausfinden von diesem Use Case Beispiel. Und dann auch, wir haben Produktsicherheit. Ja, da kann man auch sehen für verschiedene Stakeholders von beider Seite. Wichtig auf dem Produktsicherheit auf der indischen Seite ist die Pressurized Equipment and Machinery Safety. Gerade jemand hat über die Machinery gefragt. Zum Beispiel hier ist ein Beispiel, wo die Machinery-Thema ist gerade gesprochen mit indischer Seite über Produktsicherheit. Und dann Konformitätsbewertung ist auch ein Schwerthema, das heißt ein Prioritätsthema zwischen Indien und Deutschland. Und wir versuchen auch diese Anerkennung zwischen Indien und Deutschland zu schaffen, aber das dauert noch vielleicht ein bisschen. Jetzt mein letztes Thema, das ist Marktzugang zu Indien. Also wichtig hier ist, dass die Marktzugang in Indien ist noch nicht so einfach. Ja, wir wissen alle von den deutschen Herstellern, die wissen auch. Aber langsam, dieser Markt wird noch besser sein für unsere deutschen Hersteller, weil die indische Regierung wegen dieser Thema, dieses Programm Make in India, die haben gemerkt, dass ohne internationale Norm kann man nicht ihre Produkte verkaufen. Ja. Es gibt indische Politik und Regulation, dass die Marken die indische Lokalmarkt die schützen von den anderen Herstellern, zum Beispiel die deutschen Hersteller zum Beispiel. Dass diese Politik und die Regulation wird auch bald geändert in Zukunft. Der Hintergrund auch ist die Produkte von China. Ja, dass die indische Regierung wird, dass die ganze Produkte von indischen, chinesischen Produkten schützen. Also die schlechten Produkte, nicht alle Produkte, sondern die schlechten Produkte. Meistens die deutschen Hersteller, die sind in indischen Markt durch Lokalpartner.
Also das ist ein bester Weg momentan. Ohne einen Lokalpartner ist es schwierig, in den indischen Markt reinzugehen, wegen vielen regulatorischen Sachen und auch viele Regeln zwischen verschiedenen Bundesländern in Indien. Also ein gutes Beispiel ist ein Double Taxation. DIPP ist eine Unterbehörde vom Ministerium, vom Handelsministerium. DIPP heißt Department of Industrial Policy and Promotion. Die haben ein Dokument geschrieben über diese ganze Verfahren und Regeln. Und es wird in Zukunft noch besser sein im indischen Markt, dass diese Double Taxation wird nicht mehr sein, zum Beispiel. Ja. Also am Ende wichtig ist, dass die Indien muss über mehr in die internationalen Normen übernehmen. Das ist sehr einfacher und das wäre sehr wichtig für unsere deutschen Unternehmer. Also die bilaterale Geschäft zwischen Indien und Deutschland ist fast, zum Beispiel die Deutschland exportiert nach Indien fast über 9,5 Milliarden und die Indien exportiert nach Deutschland über fast 7,5 Milliarden. Ja. Aber wichtig ist, dass Moment, meine Folien. Ja, genau. Dass, wenn die deutsche Unternehmen nach Indien exportieren muss, wichtig ist, dass die indische Norm zu erfüllen. Das heißt, wir haben gerade gesehen auf den Folien, dass fast 50% oder über 50% sind indische Norm. Das heißt, die sind 50% internationale Norm und auch 50% indische Norm. Und die harmonisierte Normen sind auch nicht komplett internationale Normen, sondern gibt auch fast ein paar indische Spezifikationen, wo die deutsche Hersteller anpassen muss. Aber wenn die indische Unternehmer nach Deutschland exportieren muss, die muss nur ein IN oder ein IEC-Norm verwenden. Da sehe ich die Schwierigkeit. Die gesamte Geschäft zwischen Europäischer Union und Indien ist auch über 35 Milliarden. Und dann die Geschäft zwischen Europäischer Union und Indien ist auch gleich wie Deutschland und in Indien. Das heißt, die gesamte Europäische Union muss man die indische Norm anpassen oder erfüllen. So, hier. Ja. Eine kurze Frage. Gibt es in Indien denn ein CB-Verfahren oder eine CB-Zertifizierung? Momentan nicht. Also die indische Seite hat letztes Jahr ihre ganze Labor. Also es gibt eine Behörde, Department of Electronics and IT. Die Unterorganisation heißt STQC. Ja. Die ganze Labor vom Department of Electronics and IT hat von diesem CB-Scheme rausgenommen letztes Jahr. Und das ist wirklich nicht so gut jetzt momentan. Aber die Normungsbehörde BIS ist Mitglied noch in CB-Scheme. Ja. Noch gibt es noch Fragen? Okay. Also hier, diese Bilder zeigen die Verfahren, wie kann man die unsere deutsche Unternehmen ihre Produkte in Indien reinbringen kann. Es gibt solche unregulated products. Ja, das heißt, jedes Produkt, das ist nicht unter die Regulierung, kann man direkt auf dem indischen Markt reinbringen. Und dann zweite gibt regulierte Produkten. Auf diese regulierten Produkten gibt es nochmal zwei verschiedene Branchen. Eins Mandatory Certification Scheme, ja, und zweite ist Mandatory Registration Scheme. Also was bedeutet Mandatory Certification Scheme? Das heißt, auf diese Mandatory Certification Scheme gibt es eine Produktliste hier, Elektrotechnische Produktliste.
Und jede Unternehmen in Deutschland muss man diese Liste anschauen. Und wenn ihre Produkte steht auf dieser Liste, sie müssen auf diesem Scheme verfahren. Das heißt, ihre Produkte muss, das ist muss, prüfen lassen in BIS Testlabor. Ja. Und dann kann man die Produkte auf dem indischen Markt reinmachen. Und zweiter Weg ist das die Mandatory Registration Scheme. Hier gibt es auch eine Liste von diesen Produkten. Wichtig ist, dass die Prüfung ist nicht muss man nicht vom die BIS Labor machen, sondern die Labor, das die BIS hat anerkannt. Ja, solche Labor kann man nutzen, für diese Produkte in Indien reinzubringen. So, momentan gibt es diese Verfahren in Indien. Aber mit diesem neuen BIS-Gesetz, dieses Scheme, die gesamte Scheme, wurde noch vorbereitet, noch groß sein, also noch mehr flexibel sein. Ja. Und dann gibt es Energiekennzeichnung in Indien. Die Behörde, das ist zuständig für die Energiekennzeichnung in Indien, ist BEE, das heißt Bureau of Energy Efficiency. Der kommt unter die Behörde, also Ministerium, Ministry of Power. Ja. Unter diese Unterorganisation gibt es zwei verschiedene Schemes, das heißt Mandatory Labeling Scheme und freiwillige Kennzeichnung, also mandatorische und freiwillige Kennzeichnung. Und diese ganze Blau, was ich Sie sehen hier, kann man auf diesen Link draufdrucken und kann man sehen, was für eine gibt Scope und auch welche wichtige Punkte muss man aufpassen für jede Produkte hier. Nochmal eine Nachfrage von einem Zuhörer. Sind unregulierte Produkte, haben die keine Anforderungen? Ja, fast keine Anforderungen, ja. Genau. Für diese Energiekennzeichnung muss man diese zwei Verfahren anpassen. Bureau of Energy Efficiency ist keine Normungsentwicklung Behörde hier für die Kennzeichnung, weil BE teilnimmt in verschiedene TCs in BIS, also Normungsbehörde in BIS. Das heißt, letztendlich die Normungsbehörde ist BIS. So sieht aus die Energiekennzeichnung in Indien. In Indien gibt es keine Direktiven, wie hier in europäische Direktiven. In Indien gibt es Electrical Codes. Da steht alles, was muss man anpassen und die ganzen Spezifikationen und die ganzen Richtlinien. Was ich habe gesehen, der Unterschied von der indischen Kennzeichnung und deutschen Kennzeichnung ist, in der deutschen Kennzeichnung gibt es auch Eco-Design Labeling, aber in Indien gibt es keine Eco-Design Labeling und auch Noise Labeling, also das heißt Geräusch. Es gibt auch Kennzeichnungen in Deutschland für die Waschmaschinen für Geräuschen, aber in Indien gibt es nicht. Es gibt 5 Sterne, das heißt, wenn ein Gerät hat 2 Sterne oder ein 5 Sterne, 5 Sterne Geräte heißt, es ist mehr energieeffizient als die 2 Sterne Geräte. Und das ist der gesamte Überblick auf den globalen Markt. Und wenn ich vergleiche mit 2003 und 2014, die ganze Markt auf dem Asia ist noch groß geworden, von 42% zum 57%. Das heißt, in Zukunft wird der asiatische Markt wird sehr, sehr wichtig sein für deutsche Unternehmen. Und das ist nur als Information für unsere Teilnehmer hier über die IPR-Policy und auch ein paar Front-Richtlinien. Wenn jemand hat Interesse, kann man auch auf diesem Dokument anschauen
weil die IPP hat auch ein gutes Papier auf diesem Thema. Also Verfassung von meiner Seite für diese gesamte Webinar ist, die indische Seite ist gerade auf dem viel Bearbeitung, gibt viele Änderungen und strukturelle und politische eben gibt auch viele Änderungen. Gerade auf dem Normungsbehörde gibt auch viele Änderungen wegen die Programm Make in India, weil die indische Behörde, die indische Regierung hat ganz klar gesagt an die Normungsbehörde, dass die muss wirklich mehr arbeiten und sehr aktiv teilnehmen muss auf dem internationalen Norm auch. Und die Konformitätsbewertung Thema wird auch noch verbreitet in Zukunft durch diese neue Gesetz. Und die Normungsbehörde ist gerade auf dem Schreibung auf diese ganze regulatorische und Regelung. Und in kommenden sechs Monaten kommt auch vielleicht die ganze Papier raus und wir wissen mehr, wie sieht auch die ganze gesamte BIS-Gesetz. Ja, genau, wie ich habe gesagt, im ganzen Vortrag, das Make in India ist ein sehr wichtiges Thema in Indien. Und ich hoffe, dass die indische Normungsbehörde wird in Zukunft mehr Richtung internationalen Norm teilnehmen und bearbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, mein Deutsch, ich habe einfach versucht, dass die alle mein Deutsch verstehen können, aber ja, von meiner Seite, das war's. Dankeschön, vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich auch, Prashant, für dieses wirklich informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, auch Ihnen hat es gut gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen für sich nutzen. Wir haben noch einige Fragen bekommen, aber da wir jetzt schon leicht überzogen haben, würde ich vorschlagen, dass Prashant sich entweder telefonisch bei Ihnen meldet und die beantwortet oder auch schriftlich per E-Mail. Sollten Sie also im Nachgang noch Fragen haben, können Sie uns auch jederzeit kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Folie, die jetzt noch eingeblendet ist. Die Unterlagen werden Ihnen, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.